begrüße Sie sehr herzlich, ein heißer Montag. Hoffe, dass Sie dieses Wochenende mit fast Rekordtemperaturen gut hinter sich gebracht haben und freue mich sehr, dass Sie bei uns sind die nächste Stunde mit interessanten Themen, mit interessanten Gästen und mit einer interessanten heute Leben-Sommertour. Und die führt uns in dieser Woche nach Italien, die ja eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen der Österreicherinnen und Österreicher. Jan Matejczek wird für Sie Orte mit klingenden Namen besuchen und hat als Startpunkt für seine Reise San Daniele ausgewählt. Jan, ich grüße dich sehr herzlich. Ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich sage, es wird gleich kulinarisch. Ja, aber das ist auch nicht schwer in Italien. Da denkt man natürlich gerne an Essen und Trinken. Und vor allem, es gibt jetzt hier noch etwas, auf das viele in Österreich warten, nämlich Regen. Der fängt jetzt an. Ciao Wolfram und ein herzliches Buongiorno zu Ihnen nach Hause aus San Daniele. Wir sind also am Anfang unserer Tour in der Region Friaul, Julisch-Venetia. Man könnte gleich sagen, gleich nach der österreichischen Grenze. Ja, und beim Wort San Daniele, da klingt es in den Ohren von vielen Feinschmeckerinnen und Feinschmeckern, kommt doch hier der gleichnamige Prosciutto her, denn nur hier darf er produziert werden, bevor er dann in die ganze Welt exportiert wird. Und das gehört für mich zu Italien dazu, diese kleinen Spezialitätengeschäfte, die Enotecas, wo man all die regionalen und lokalen Spezialitäten kosten kann, wo man gustieren kann, natürlich auch einkaufen. Und hier bekommt man ihn auch, den berühmten Prosciutto di San Daniele, den Rohschinken, der so etwas ist wie das Wahrzeichen dieser Stadt. In dieser Enotheca, da bekommt man heute leider nichts, denn es ist Montag und da ist chiuso. Macht aber nichts, denn wir sind angemeldet bei einem lokalen Prosciutto-Produzenten und dort werden wir sehen, wie er gemacht wird, der San Daniele. So stellt man sich eine Schinkenmanufaktur vor. Schinken, soweit das Auge reicht, und ein süßlich-nussiger Duft zieht sich durch die Gänge. Doch wir wollen ganz am Anfang beginnen. Täglich werden frische Schweinekeulen in der Schinkenmanufaktur angeliefert, sie werden zurechtgeschnitten und es gibt noch eine optische Qualitätskontrolle. Denn nicht jede Keule darf ein San Daniele werden, etwa wenn die Schwarte verletzt ist oder Hämatome zu sehen sind. Heutzutage funktioniert natürlich schon alles maschinell, aber im Prinzip wird dieser Schinken nur eingesalzen oder gibt es da noch ein Geheimrezept? Nein, es gibt kein Geheimrezept. Der Geheimrezept ist die Luft von San Daniele, die Länge der Reifung, vor allem die Qualität des Fleisches, weil wenn die Schinken, wenn die frische Schinken von nicht genug reife Schweine kommen, dann können wir so ein Produkt nicht machen. Zweimal wird der Schinken innerhalb weniger Tage mit Meersalz eingerieben. In dieser Zeit verliert er viel Wasser, gleichzeitig wird das Fleisch haltbarer. In verschiedenen Trockenkammern reift der Schinken dann, typisch für den Prosciutto di San Daniele, als ganzes Bein. Die Mindestreifezeit beträgt 13 Monate. Man sieht schnell, es ist nicht damit getan, dass man einen Schinken einsalzt, in 1,5 Jahre an eine Stange hängt und dann ist er fertig. Es ist immer wieder Handarbeit nötig. Ja, immerhin. Und jetzt, diese Kontrolle ist sehr wichtig, weil man kann ja nur mit der Hand spüren, ob es weich genug ist, aber nicht zu weich. Wenn es zu weich wäre, dann könnte es sein, dass viel zu viel Feuchtigkeit drinnen ist. Also diese Kontrolle wird täglich gemacht von den, sagen wir, Schinkenmeister und von seinen Gehilfen. Bevor der Schinken in die Langzeitreifung kommt, wird der Anschnitt mit einer Mischung aus Schmalz und Mehl versiegelt. Und weil heute viele Menschen Weizenunverträglichkeiten haben, hat man das Weizenmehl gegen Reismehl getauscht. Jetzt sind wir da, wovon jeder Schinkenliebhaber träumt, und zwar das ist die Schatzkammer. Hier lagert der Schinken monatelang. Ja, das ist eine der Schatzkammer, wie Sie sehen. Da haben wir Schinken, die besonders aussortiert wurden, damit sie 18 bis 20 Monate gereift werden. Dazu müssen wir besondere, schöne, schwere, frische Schinken aussuchen. Weil so viele Monate bei einem kleineren Schinken würden ihn dann hart machen und er würde nicht mehr im Mund zergehen, wie wir sagen immer von unseren San Daniele Schinken. Ja?
Am Ende der Reifzeit, also nach 13, 16, 20 oder 24 Monaten, das entscheidet der Produzent, wird jeder einzelne Schinken von einem Tester des San Daniele Schinkenkonsortiums überprüft, ob er die Qualitätskriterien auch erfüllt. Erst dann bekommt er seinen Stempel, der ihn als Prosciutto die San Daniele auszeichnet. Übrigens 27 dieser Prosciutto-Produzenten gibt es hier in San Daniele und sie produzieren alljährlich rund 2,5 Millionen dieser Prosciuttos. Ja, für uns geht es jetzt weiter in den südlichsten Zipfel oder eigentlich könnte ich sagen in den südlichsten Ausläufer der Lagune von Venedig. Für uns geht es nach Chioggia und dort wollen wir morgen früh den Fischmarkt besuchen unter anderem und ich hoffe, Sie begleiten uns morgen wieder und damit zurück zu dir, Wolfram. Ein bisschen Neid breitet sich jetzt aus bei uns, gell? Also, vielen herzlichen Dank, unser heutiger Schinkenmeister Jan Matejczek. Danke dir vielmals.